Und ihr seht auch, ich bin hier schon in ganz einem anderen Ort, weil ich habe hier Vivillo. so die Rätsel gemacht und so Sachen. Also was heisst Rätsel? Drohnen und so Zeugs, die halt einfach 0815 Zeug sind. Relativ uninteressant, darum behalte ich das mal so. Jo, was haben wir für Auftrag? Schatten der Zeit. Perio. Und wo ist der? Oh, ganz unten, okay. Revelio. Levitiere einen Sumpfkrattler an der Zunge, ja genau. Ich denke nicht. Was heißt das für dir? Revelio. Keine Ahnung. Weil irgendwo da oben hat es noch einen Schnellreiseort. Hat es mir doch vorhin angezeigt. Da. Ah, okay. Kapi mit der Nähe. Mysteriös Sehr und schön. beunruhigend. Was? Du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Glaube nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich musste dir erzählen, was ich erfahren habe. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Ja. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Tja, nicht mein Problem. Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der umgestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort eine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ach. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Katakombe von Feldcroft. Du
Lumos. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Revelio. Excelliarmus, Bombarda. Konfring, Levioso. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Alle Spinnennetze weg. Dieser Raum ist höher als er scheint. Akio! Die alle zu öffnen ist verlockend. Wir sind aus einem Grund. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Revelio! Mega Power Tränke. Wingardium Leviosa. Revelio. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Ja, sehr toll. Habe ich die Lautstärke alles hochgedreht? Ja. Hey. Vielleicht ist mit dem Patch irgendwas gemacht worden, wodurch ich durch sich das alles ein bisschen verändert hat, weil es kam ja ein großer Patch. Revelio. Revelio. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Okay. Hey, Doc. Da ist noch eine Kiste. Revelio. Akio. Da ist eine Türe. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Tja, nicht mein Problem. Revelio. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Revelio. Aber es gab Probleme, viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Aber das macht ja nichts. Aber das macht ja nichts. Nö. Confringo! Revelio. Graues Narrengewand. Heute rebelliert dein Magen. Nicht schön. Nicht schön. Gute Besserung. In oh, so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Akio! Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Ein Altar ist etwas. Akio. Revelio. Akio.
Ich weiß es töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen, und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Das englische Reis war eine starke Sache. Ich glaube daran, dass er gerne nicht mehr das Relikt zu isolieren. Die anderen mögen mir vergeben, dafür verwendet ihr die Gebärden als Schlüssel. Okay, ja, das mit den Gebeinen und so. Getulso! Revelio! Getulso! Confringo! Das kennen wir ja schon. Revelio! Er hat noch Gold. Danke. Akio. Da sind Gebeine. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind für uns vermeidlich. Revelio. Irgendwie muss ich da oben aber auch rein können. Akio! Revelio. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Regardium Leviosa! Die beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Ingardium Leviosa. Wenn dieser Torbogen verbarrikadiert wurde, finden wir einen Weg hindurch. Aha. Revelio. Ingardium Leviosa. Ja, hallo? Ingardium Leviosa. Ingardium Leviosa. Sind das die falschen Knochen? Ingardium Leviosa. Ingardium Leviosa. Ingardium Leviosa. Hm.
Ja, ich versuch's ja. Ich versuch ja, die Barrikade zu überwinden. Wingardium Leviosa. Ah. Was war das? Doch alle drei haben. Ja, und wo kommt denn das Ding hin? Ah. Es hat geklappt. Oh. Ich wusste, das klappt. Revelio. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Ha. Hat er einen Witz gemacht. Aha. Wir sind weit aber gekommen. Beinahe witzig. Doch es gibt noch mehr zu tun. Confringo! Lumos! Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Oh. Da. Wingardium Leviosa. Revelio. Wo sind jetzt die Knochen hin? Da waren doch gerade noch Knochen, oder nicht? Lumos. Lumos. Confringo. Lumos. Alles weg da. Confringo. Rebellion. Akio. Da hat's Knochen. Wingardium Leviosa. Okay, das war nicht so. Komm schon. Also. Accio. Revelio. Wingardium Leviosa. Wackelige Knochenbrücke steht. Sehr schön. Repulso. Revelio. Ah.
komme ich denn jetzt hin? Ah, da oben, wo ich vorhin nicht reinkam. Gold, Gold, Gold. Kisten, Kisten, Kisten. Eine Hexenpuppe. Akio! Na, mein Freund, let's go. Revelio. Contringo. Sieht wieder nach Spinnen aus. Revelio. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Ja, erzähl. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Ja, natürlich, hallo? Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Geht jetzt auch, ha? Huh? So schwer war jetzt halt auch nicht. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Wir nehmen den direkt mal rein. Zwar hier. Revelio. Imperium. Exceliamus. Revelio. Levioso. Revelio. Was ist das schon? Ja, easy. Revelio. Confringo. Greif mich hier gar nicht an. Ich wusste nicht, dass Finn so eine Sauerei machen. Ja, doch. Bisschen dramatisch, oder? Confringo! Confringo! Revelio. Warum ist noch was? Hier liegt noch was. Confringo. Revelio. Accio. Da ist nichts. Revelio. Ah, Power Tanker. Das Zeug, was ich auch nie brauche. Außer es kommt wieder mal irgend so ein fetter Riesenboss. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Ein nicht identifizierter Gegenstand. Hand. Nice.
Rivelio. Da drüben waren wir noch nicht. Okay, und das war's. Wo ist denn hier lang? Hm? Ja, da die Tür aufsprengen. Confringo! Bombarda! Revelio! Oder hier. Kann man hier noch was machen? Nö. Bombarda! Revelio! Da liegt noch Gold. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Selbst. Akio! Die sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Revelio zu tun. Ah, okay. I understand. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Und zwar das Dreieckding und der Kreis. Das heißt, das Teil. Sollte die Tüte aufgehen. Das hat geklappt. Weiter so. Dann Revelio. Akio. Mach mal kurz die Spinne da weg. Guten Tag, Spinne. Okay. Das Teil, das ist so ein Bauklotz und das Windding. Akio. Das hier und das hier. Ja, guck mal. Wingardium Leviosa. Rivelio. Ist noch nicht ganz fertig. Bauklotz und Kreis, hä? Haben wir noch alles aufgemacht? Ja. Bauklotz. Akio. Kreis. Klotz. Wingardium Leviosa. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Revelio. Ich bin stolz auf dich. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Confringo! Revelio! Potato! Stufo! Bombarda! Exiliam! Oi.
Revelio. Okay, nur noch eine Spinne. Expelliarmus, Bombarda. Einen Moment lang dachte ich, das hört nie auf. Sehr schön. Ich sehe nichts mehr. Doch, da hinten ist noch Gold. Da liegt auch noch was. Revelio. Ich glaube, Spinnenfangzähne habe ich bald genug. Alles umsonst. Warte mal, gib noch nicht auf. Accio. Revelio. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das Dunkelopfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist ein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. The fuck? Sebastian, das Relikt? Sieh nur! Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Egal, was im Tagebucheintrag steht. Wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Verlasse die Katakomben. Ja, gut. Ist das ominous? Ominous! Die Geräusche, die wir hörten. Das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ich fasse das nicht. Komm schon, mein Freund. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Sebastian hat recht. Wir brauchen das Relikt. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür deine Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Wie soll ich daneben stehen und ihm dabei zusehen? Und wenn die Entscheidung nicht bei dir liegt, dann wärst du für den Ausgang nicht verantwortlich. Was in aller Welt schlägst du vor? Imperio? Ganz genau. Ich würde die Verantwortung übernehmen. Das könnte eure Freundschaft retten. Ich beherrsche den Zauber. Sebastian hat ihn mir beigebracht. Aber ich tue es nur, wenn du einverstanden bist. Das ist verrückt. Unfassbar, dass du mich so etwas fragst. Sebastian wird weiter versuchen, Anne zu heilen. Wenn du ihn jetzt aufhalten willst, vergibt er dir das nie. Na gut. Das ist alles unglaublich. Aber ich nehme an, wenn du diese Verantwortung übernehmen willst, rettet es vielleicht meine Freundschaft zu Sebastian. Das ist ja, was ich dir über die dunklen Künste erzählt habe. Sie haben ihren Preis. Du könntest deine Entscheidung noch bereuen. Tu, was du nicht lassen kannst. Wirke den Zauber, bevor ich es mir anders überlege. Imperium!
Geh zur Seite, Ominous. Rühr dich nicht, bis wir außer Sichtweite sind. Mach ich. Sebastian, hierher. Was hast du gemacht? Imperio. Ansonsten hätte ich mich durchkämpfen müssen. Ominous, es tut mir leid. Sebastian, wir müssen gehen. Jetzt fehlt mir nur noch ein unverzeihlicher Fluch. Haben wir falsch gehandelt? Du brauchst das Relikt. Ich weiß, aber doch nicht so. Ominous und ich sind uns einig. Es ist etwas anderes, ob man Imperio ohne Wissen des Opfers wirkt oder ob man die Erlaubnis dazu hat. Ich verstehe, was du sagst, wirklich, aber... Ich habe die volle Verantwortung übernommen. Ich gebe dir mein Wort. Mojang? Ominous und ich haben uns immer umeinander gekümmert. Ich hoffe, er weiß, dass sich das nie ändert. Wie lang hält der Zauber an? Wie lang muss Ominous in der Gruft bleiben? Der Fluch ist bereits aufgehoben. Er wird den Weg aus der Katakombe finden, genau wie wir. Er schafft das schon, Sebastian. Ja, aber hier ist jetzt zu, hä? Können wir nicht fliegen? Nein, können wir nicht. Da brennt's. Da wurde gekämpft. Das ist doch Feuer da. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte Anne nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrügen. Goblins, beware. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Ja, siehst du jetzt erst. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Alle? Ihr siegt hier nicht. Nee, das ist noch irgendwo einer. Bombarde. Da war noch einer. Anne.
What? Krasses Pferd. Junge! Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Oh, wow. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperiusfluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Okay. Reparo. Revelio. Ist hier noch Zeug? Ey, gibt's nicht nur mega. Ja, hier. Zeug einzusammeln. Und jetzt sind meine Plätze mal wieder voll. Moment, wir haben ja. Aha, wait a second. Ausrüstung. Mal kurz schauen, ob wir irgendwas haben, was schon nützlich ist. Nö. Nö. Also sonst hat es hier gleich einen Händler. Hat echt mega viel Zeug. Okay. Ja, wenn der Händler denn auch da wäre. Revelio. Wäre das toll. Ist das eine Goldtruhe da drin? Fette Truhe. Ah, Mist. Ausrüstungsplätze bauen. Mal kurz irgendwas zerstören. Was ist ein Kakanchu? Kann weg. Ah, kann ich jetzt die Truhe nicht mehr aufmachen, ne? Revelio. Oh wow. Der Händler da ist halt nicht da.